Willkommen zurück zum WoW Loremaster. Beim letzten Mal haben wir ja Aushilfszauberer oder Zaubererlehrlinge in Schweine verwandelt, haben einen Zwerg geköpft und heute sind wir auf der Todesschneise unterwegs, weil wir uns dafür bereit erklärt haben, denen zu helfen, hier irgendwie ein paar Untote zu bezwingen. Ob das klappt, ist so eine andere Geschichte, aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, weil ne, Untote und ich, ne, wir kennen uns schon so ein, zwei Tage. Ich weiß, wie man die im Regelfall gut erledigen kann. Ja. Und ja, mal gucken. In der Regel ist draufhauen, bis tot ist. So wie bei den meisten Gegnern. Es gibt nur einige wenige Ausnahmen. Hey, cool, Malachit. Hey, den werde ich hier gebrauchen. Nicht. Aber hey, wir haben einen Malachit. Hey, der ist voll nichts wert, aber hey. So. Egal. Wir machen das Beste draus und erledigen sämtliche Klappergestelle hier. Bevor wir dann irgendwie irgendwann mal nach Morgenluft reisen. Aber wenn ich mich nicht irre, kriegen wir danach dann nochmal eine Folgequest. Wo wir dann so schemenhafte Geister hier nochmal erledigen müssen, die bestimmt ein bisschen weiter sind oder halt irgendwelche Häufchen hier auch noch aufsammeln müssen. Weil Untote machen natürlich auch Kacke. Oder hinterlassen irgendeine Kacke, die wir einsammeln sollen. Weil andere wollen mal dran schnuppern oder so. Ich habe keine Ahnung, fragt mich nicht. Ja. Gucken wir uns an und dann sagen wir, jupp, ist ein Questgegenstand, muss ich einsammeln. Ob ich das jetzt will oder nicht, ja, pff. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir dann halt in irgendeiner Notdurft rumwühlen dürfen in diesen Spielen. Das kommt ja gelegentlich vor, meistens von irgendwelchen Tieren. Von sehr großen Tieren. Je größer das Tier, desto unangenehmer Geruch. Kennt man ja. So. Ich glaube, ich schaff's. Ja, wir haben es geschafft. Oh, ich habe sogar einen mehr getötet, verdammt. Egal. So, geben wir mal die Quest ab. Und dann schauen wir mal, was Madamchen denn da hinten so sagt, nachdem wir jetzt hier ganz toll 8 Knochenplünderer, solchen Knochenplünderer erledigt haben, ob die jetzt sagt so, also das hätten wir ohne dich niemals geschafft oder so. Gucken wir mal. Ne? Waldläuferin Jaela. Guten Tag. Die ewige Sonne wird uns leiten. Wir denken nicht, dass die Geißel in absehbarer Zeit ihre Angriffe einstellen wird. Dennoch sind wir jedem dankbar, der uns bei der Verteidigung der Schneise unterstützt. Jo, wir kriegen neue Hosen. So, zieh mich mal eben um. Wir haben keine Folgequest gekriegt. Wo war denn das? Oder war das ja später, dass man da irgendwie was bekommt? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Also halt, hier hinter dem Weg sind irgendwie da hinten noch so ein paar... Ja, waren das Geister oder so? Ich habe keine Ahnung. Knochenmagier oder so? Keine Ahnung. Es ist ein bisschen ewig her, dass ich eben immer sagen, weil ich mal gequestet habe. Genau, es waren hier diese Moderknochenkannibale, ne? Ja. Ich meine, da gibt es halt später irgendwie noch eine Quest und irgendwo hier liegen auch noch irgendwelche Haufen, die man dann irgendwie einsammeln muss. Es kann natürlich auch irgendwie in den Geisterlanden gewesen sein. Egal. Wir gehen jetzt einmal weiter. Wir haben ja noch den Auftrag, dass wir die Morgenluft unterstützen müssen. Also Morgenluft, nicht die Luft am Morgen, wenn du das Fenster noch nicht geöffnet hast, sondern Morgenluft ist ein Ort, den wir erreichen wollen. Ein Sanktum quasi fast, wo jemand auf uns wartet, der bestimmt Arbeit für uns hat. Hat man uns auf dem Falkenplatz gesagt. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht und ob das auch alles so funktioniert, keine Ahnung. Ich wurde abgelenkt auf dem Weg dahin von irgendwelchen Lehrlingen, die ihr Buch vermisst haben und so weiter und zum Schwein geworden sind. Aber guck mal, er hat sich wieder zurückverwandelt. Hey, Penner. So, muss ja mal gesagt werden. Ne? Vor allem der Penner da vorne, der jetzt blöd ist, mal eben schnell ins Wasser zu tauchen, um sein Buch zu holen. Ich rede nicht von den Wächtern. Der da, der Melidor. Na nee, da war ich am Nass, ja, nee. Das geht ja mal gar nicht. Ja? Also mal gar nicht, gar nicht. Aber nun gut. Wir sind jetzt auch inzwischen schon in Silbermond wohlwollend. Das ist ja toll. Toll, dass wir in unserer eigenen Stadt so langsam wohlwollend sind. Das bin ich nicht mal in Hannover. da bin ich eher... Ja, nicht hasserfüllt.
auch nicht unerwünscht. Ich bin gleichgültig. Ja, das trifft es ziemlich. Hiervon hat auch noch jemand eine Quest. Oh Gott, da hinten hat jemand einen Flugmeister. Und noch eine Quest. Und eine Quest ist die... Die ist im Gebäude, ne? Ja. Nehmen wir erstmal hier den Flugpunkt an. Von Himmelmeister Morgenglanz. Alles klar, vielen Dank. So. Boah, das riecht ja jetzt schon nach Arbeit. Kann ich wieder gehen? Hallo, WLAN-Lichteiche. Unsere Feinde werden fallen. Die Bachtatzen in dieser Region sind für ihre hochwertigen Pelze bekannt. Selbst Nachtelfenabschaum dringt in unsere Länder ein, um zu wildern. Die andauernden Scharmützel mit den Amani haben unsere Versorgung mit Ausrüstung stark strapaziert. Leider finden unsere Waldläufer aufgrund dessen kaum Zeit für die Pelzjagd. Vielleicht möchtet ihr uns eine helfende Hand reichen und einige Bachtatzenfälle beschaffen. Eine handgefertigte Rüstung wäre euer Lohn. Sucht in den Wäldern nördlich von hier nach Bachtatzenpirschern. Okay, das kann ich. Und dann kriege ich einen Bachtatzenumhang, der genauso kacke ist wie den, den ich trage. Yeah, da bin ich doch dabei. Naja, was willst du machen? Ist halt, wie es ist. Guten Tag, Magistrix Landra Morgenmantler. Ehre den Sindorei. Es ist eine Schande, wie viel wir Sindorei von unserer einzigen Heimat eingebüßt haben. Doch schon bald werden wir aufs Neue erstarken und unsere südlichen Ländereien aus dem Würgegriff der Geißel befreien. Aha, ihr habt Probleme, sagt ihr, ja? Ich schwöre, dass ich jemanden einen Feuerball verpasse, wenn Lord Saltheril mir auch nur noch eine Lieferanfrage für seine endlosen Feste schickt. Sehe ich verdammt nochmal wie ein Festtagsplaner aus? Unter uns gesagt, dieser Verrückte und seine Bande von Speicheleckern scheinen bis heute zu verdrängen, dass wir unter ständiger Belagerung stehen. Einige von uns sind doch tatsächlich mit, ich weiß nicht, der verdammten Verteidigung unseres Königreichs Kelanas beschäftigt. Würdet ihr mir einen Gefallen tun, Hexmeisterin? Seid doch so gut und reist für mich nach Saltherils Hafen und seht zu, dass er endlich Ruhe gibt. Es ist gleich die Straße runter, Richtung Westen. Ja, okay. Muss ja, ne? Vielen Dank für eure Hilfe, Nerania. Während ich versuchen werde, hier wieder für Ordnung zu sorgen, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Einen weiteren. Weil ihr habt ja schon mal einen angenommen, ne? Das ist so ein bisschen so, ihr reicht so einen kleinen Finger. Ich nehme mal gleich den ganzen Arm. Und oh, was ist das? Ein schöner, weiblicher Oberkörper. Den nehme ich auch gleich. Um darauf zurückzukommen. Einer meiner ehemaligen Lehrlinge hat sich aufgemacht, um sehr gefährlichen Untersuchungen nachzugehen. Sie reiste zum Sanktum des Ostens inmitten der Todesschneise. Ich sorge mich um ihr Wohlergehen. Bitte versucht sie zu finden und bringt sie wieder zur Vernunft. Okay. Bewahrt euren Stolz. Ich habe ja wohl keine Wahl, ne? So, hier drinnen gibt's... Ach du Kacke. Da oben gibt's ein Fragezeichen, das wir abgeben können. Das, bei dem sollten wir uns melden. Hallo, Waldläufer Degolien. Du klingst wie eine Blume. Danke, dass ihr gekommen seid, Nerania. Es steht um einige schlechter, als wir angenommen hatten. Die Getriebenen haben den Ankerplatz der Sonnensegel bereits gänzlich eingenommen. Das ist ja wirklich sehr bedauerlich. Der Ankerplatz der Sonnensegel wurde von einem Haufen Getriebener überrannt. Sobald wir Verstärkung erhalten, werden wir diesen Verbrechern schon zeigen, wer hier das Sagen hat, Nerania. In der Zwischenzeit könntet ihr uns helfen, indem ihr ihnen etwas Disziplin beibringt. Geht zu ihnen und macht deutlich, dass man mit uns kein Spielchen treibt. Der Ankerplatz der Sonnensegel liegt genau westlich von Morgenluft. Okay. Ich geh da mal. Aber wir haben hier unten noch ganz viele Leute, ganz viele Probleme. Hier, Satiel. Trödelt nicht. Wie kann ich euch helfen? Ja, Hilfe nötig. Ah, eine Freiwillige. Uns gehen hier langsam die Vorräte aus. Aber Silbermond hat uns Unterstützung in Form von Hilfsgütern zugesichert. Hier kommt ihr ins Spiel. Bringt diesen Frachtbrief zu Himmelsmeister Morgenhell. Er wird euch weiter Auskunft darüber geben, wie ihr am besten nach Silbermond gelangt. Ja, wahrscheinlich mit dem Flieger. Ja, German Wings und so. Ach nee,
Immer sang Wings. Eversong. Das ist ja dann im Englischen, ne? Hallo, Frau Maniel Bernlicht. Alles hat seinen Preis. Willkommen in Morgenluft. Silbermond hat uns schon mehr oder weniger aufgegeben, aber wir weigern uns zu gehen. Dies ist unsere Heimat. Dies ist Morgenluft. Kick ab ins Loch. Okay. Ja, ihr habt Probleme. Betrachtet die Sicherheit dieses Ortes nicht als selbstverständlich. Wir werden von der Geißel im Osten, von den Getriebenen im Westen belagert. Waldläuferin Sarein sichert unsere Grenzen von den Untoten, die uns von der Todesschneise her bedrängen. Folgt der Straße in Richtung Osten und erkundigt euch, ob sie Unterstützung braucht. Ja, bestimmt nicht. Schon gar nicht meine. Und Adain Flusswind. Nennt euer Anliegen. Ein fauler Muder der Verderbnis, welcher die Erde durchzieht, geht der Ausbreitung der Geißel voraus. Daher haben wir schützende Runensteine entlang der Grenze zu den Geisterlanden erbaut, die das Land gegen diese Seuche beschützen sollen. Der westliche Runenstein wurde während eines Angriffs der Geißel zerstört, was uns dazu zwang, das umgebende Gebiet vollständig niederzubrennen, um die weitere Ausbreitung der Verderbnis aufzuhalten. Meine Schwester Lariana Flusswind bewacht den versenkten Hain. Geht und findet sie. Möglicherweise hat sie Arbeit für euch. Okay. Bleibt wachsam. Ja, ich habe keine andere Wahl, ne? So, zu ihm hier soll ich hin, wenn ich jetzt hier nach Silbermond will, ja? Aber wenn ich jetzt nach Silbermond reise... Ja, dann komme ich ja erst über nächste Woche Dienstag wieder. Wenn ich durchspiele. Okay, wir kümmern uns erstmal um andere Quests. Bevor wir dann halt unsere ewige Reise nach Silbermond unternehmen. Also ja gut, die Reise nach Silbermond wird nicht so ewig sein, aber der Aufenthalt an Silbermond wird stattdessen schon ein bisschen länger. So. Waldläuferin Sarien, ich sollte gucken, ob ich dir helfen kann. Unsere Feinde werden fallen. Ihr seid hier, um zu helfen? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wir können jede helfende Hand gebrauchen. Okay. Seid für alle. Ja, 50 Quests am Schluss. So viel schon? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gut. Wir werden siegen. Die Zahl der Angriffe durch Truppen der Geißel hat merklich zugenommen, Nerania. Unsere Verteidigung hält gerade noch so stand. Und Verstärkung aus Silbermond ist nicht in Sicht. Reicht uns eine helfende Hand und unterstützt uns bei der Verteidigung des Dorfes. Zieht aus und erledigt einige der Untoten, die durch die Todesschneise wandeln. Okay. Ich geh da mal. Ab durch die Todesschneise. Das hier? Ach nee, da müssen wir auch noch Bachtatzenpelze hier erledigen. Ja, dann, ne? Wir haben jetzt einiges zu tun. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Quests hier in der kurzen Zeit hier gekriegt. Mein Wichtel ist auch mal wieder zum Arbeitsamt gegangen und hat gesagt, ja, nee, also, nee, ich bin eine andere Ex-Meister. Nee. Kann ich verstehen. Ja, weil die Hexmeisterin ist, hat eine zu männliche Stimme. So. Genau, hier, diese Haufen müssen wir später noch irgendwie mal einsammeln, aber gut. Euch hier muss ich töten. Und deswegen mache ich das mal eben schnell. So. Kann sich ja nur um Stunden handeln. So, einmal hier anpesten, da anpesten. Willst du auch eine Pest? Da hast du eine Pest. Ich hätte jetzt gerne irgendwie schon irgendwie Flächeneffekte, habe ich aber nicht. Ich glaube, ich habe jetzt mehr herangezogen, als ich eigentlich brauche. Oh, das ist böse. Das ist blöd. Das ist blöd, blöd, blöd. Habe ich einen Heiltrag? Ich bin tot. Okay, sind wir auch mal tot. Muss ja auch mal sein. Ah, habe ich zu viel gepult. Ich bin schon so ein bisschen scheiße, ne? Da haben mir zu viel zugemutet. Ich wollte es halt mal ein bisschen beschleunigen. Was haben wir davon? Nichts. Ja, nichts. Deswegen, ja, auch der gute alte Spruch. Wenn du schnell machen willst, mach es langsam. Ist halt so. Trifft auf viele Situationen so.
einfach mal, ne, langsam machen. Sich einfach mal die Zeit nehmen. Auch wenn man keine Zeit hat. Aber manchmal muss das halt sein. Och, was ist das denn jetzt schon wieder? Habt ihr kein Zuhause? Will mich auch noch heilen. Na gut, die sind auch schon Level 7, ne? Also die sind schon fast schon stark. Die sind ja fast auf meinem Level. Also von daher ist das schon okay. Ne? So, aber Stückchen für Stückchen wird hier jeder auseinandergenommen. Da hinten muss ich auch hin, weil ich hier den Lehrling ja mal hier guten Tag sagen muss. Und der gibt mir, glaube ich, dann halt die Quest hier, die Häufchen einzusammeln. Deswegen gehe ich da mal gleich geradeaus durch. Weil besser ist, ne? Dann ist das auch gemacht. Kann niemand sagen, hast du nicht gemacht, hast du. Ne? Und dann mal gucken, was die dann halt so noch so von sich geben. Okay, der ist sowas von dem Stein drin, den kriege ich da gar nicht raus. Ach, der Lehrling da. Ja, was war denn das für ein Aufplopp-Dingens? Ein Aufplopp-Untoter. Wer kennt sie nicht? Ist wie so ein Pappaufsteller, nur zum Aufploppen. Was? Manchmal laber ich aber auch einen Scheiß, ne? Was machst du manchmal? Ja, halt das Übliche. Hallo Lehrling, mir wär da. Was ist euer Begehr? Es rührt mich nicht, dass meine ehemalige Mentorin nach mir sehen lässt. Es ist nur traurig, dass sie seit langer Zeit kein Vertrauen mehr in meine Arbeit hat. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr könnt mich nicht überreden, zu ihr zurückzugehen. Entweder helft ihr mir mit meinen Untersuchungen hier oder ihr geht. Ja, dann, ne? Müssen wir wohl helfen. Bevor Arthas und seine Armee der Geißel auf die Idee kamen, auf ihrem Weg nach Silbermond hier durchzumarschieren, war dies ein voll funktionstüchtiges Arcanes Sanctum. Jetzt hat es in etwa den gleichen Nutzen wie der Rest, der zur Todesschneise gehört. Nämlich gar keinen. Der Grund ist besudelt. Untote werden davon angezogen und die Energie der Leylinien wurde komplett unterbrochen. Was ich jetzt herausfinden will, Nerania, ist, ob man diese Besudelung wieder umkehren kann oder nicht. Sammelt Erdproben dieser Gegend für mich, damit ich sie untersuchen kann. Vielleicht können wir mit der Zeit den normalen Zustand wiederherstellen. Okay. Ich gehe da mal. Na und jetzt hier, Haufen sammeln. Sag ich doch Untotenkacke. Ups. Ich hab dich mal angepestet. Weiß gar nicht, wie viele von denen brauche ich eigentlich noch? Habe ich nicht schon dunkle Gespenster getötet? Oder sind das andere? Ach, das sind Zornschäben. Ja. Ich dachte eigentlich immer, das sind die, die ich brauche. So kann man sich irren. Dann gehen wir nochmal ein Stückchen weiter und gucken mal, ob wir dann ein paar Dinger finden, die wir brauchen. Hey, Level Up! Und wir haben einen Dolch, der mir mehr Intelligenz gibt. Nehmen wir erstmal. Das ist zwar jetzt nicht so wirklich etwas, was ich wirklich brauchen kann, aber hey, besser als nix. Nehmen wir einfach mal mit. Ein Intelligenz mehr ist mehr als nix. What? Oh, Kacke. Das wird doch schon wieder in die Hose gehen. Och nee, jetzt habe ich noch Akku von dem anderen. Ganz doof, ganz doof. Ja, ich bin heute richtig in Topform. Wahrscheinlich aber auch, weil ich mir wieder zu wenig Zeit lasse. Ist ja abartig. Ist ja richtig ab und artig ist das. Mhm. So, diese Quest, aber auch die Erdhaufen-Quest werden wir beide jetzt noch zu Ende machen und abgeben.
Auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen länger hier brauchen werde heute, aber ist halt mal Ausnahme, weil wegen Iso. Iso ist ein Pokémon, ich weiß, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Kommt schon, ihr wisst, was ich meine. Sagt mir, dass ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann wäre ich ganz toll, nicht traurig. So, einmal hier einsammeln, zack, meins. Geil, Leinstoff. Erstmal erste Hilfe skillen. Da ist ein dunkles Gespenst. Sie sehen doch alle gleich aus. Haben nur anderen Namen. Wo ist es denn jetzt hin? Es ist W-E-C-H. Es ist richtig W-E-C-H. Ne? Saftladen. Da ist eins. Okay, der nächste bitte. Ich brauche zum Glück nur 4. Aber die 4 erstmal finden, ist halt so eine Sache, ne? Das ist zu weit entfernt. Oh, jetzt habe ich hier wieder so ein Battle gepult. Gibt's ja nicht. So langsam konnte ich aber ruhig noch eine neue Fähigkeit bekommen. Mit fast Level 10. Aber ich finde das okay. Aber was ich okay finde, was andere okay finden, ne, steht ja immer auf so einem anderen Blatt. So, geht doch. So, jetzt holen wir uns nochmal eben schnell ein paar Erdhaufen. Geben das dann da der jungen Dame einfach mal ab. Und dann mal gucken. Dann mal gucken, was er mit diesen tollen neuen Erkenntnissen dann anfangen kann. Vielleicht auch nichts und wir werden niemals erfahren, ob wir diese Erde hier jemals heilen können. Ob es da jemals eine überarbeitete Version von BC-Gebieten gibt, sowohl halt auch dieses hier. Und dann gesagt werden kann, also die Todesschneise, du, die ist wieder zugewachsen. So ein bisschen Phasing wäre dann so, auch im Laufe der Jahre vielleicht auch nicht so verkehrt. So ähnlich wie sie es halt mit Silithus halt auch gemacht haben. Aber es ist natürlich halt auch so eine Zeit- und Kostenfrage vor allem auch, ne? In einem Einzelspielerspiel könntest du es halt locker problemlos machen. Aber das hier, in einem MMORPG ist das natürlich halt alles immer eine andere Hausnummer. Okay, die dunklen Schemen da oder was das da war, das. Die sind dunkler tatsächlich. So. Wir haben Erde, wir haben sogar zweimal dieselbe eingesammelt mindestens. Aber wir haben Erde. So. Und was könnt ihr mir jetzt darüber sagen? Hier. Einfach so einen Haufen Erde nehmen, vor ihr hinschmeißen. Hier habt ihr die Erde. Habt ihr von mir, die von mir benötigten Erdproben eingesammelt, Herania? Jo. Ausgezeichnet. Ich werde einen Zauber auf die Proben wirken, damit ich die Besudelung besser analysieren kann. Selama Ashal Anore. Solch dunkle Energie. Wie ist das möglich? Mit der Kraft des Todes. Baladash. Irgendetwas ist faul, Herania. Ich spüre die Gegenwart der Geißel. Ne. Ist nicht wahr. Macht euch zum Kampf bereit. Okay. Hallo. Also, optional kann ich auch mit dir reden. Wir werden siegen. Ist es vorbei? Sind sie alle weg? Nein. Seid für alles bereit. Gut, töten wir dich. Fertig. Baladash. So. Ach, guck mal, jetzt läuft er auch. Ist ja toll. Ist ja fast wie Weihnachten hier. Und auf einmal Untote anfangen zu laufen. Klingt offensichtlich nach Weihnachten.
Also, ne, auch die Erdproben da ziehen dann die Untoten an. Natürlich ein bisschen unschön, aber was willst du machen? So. Was ist euer Begehr? Es ist hoffnungslos, Nerania. Die Beschaffenheit der Erde selbst hat sich verändert. Die Besudelung ist unabänderlich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich muss euch noch um einen weiteren letzten Gefallen bitten. Wie entmutigend meine Forschungsergebnisse auch sein mögen, so enthalten sie doch wertvolle Informationen. Ein Magister muss sich meine Arbeit ansehen, bevor wir ernsthaft etwas unternehmen. Was wollt ihr denn unternehmen? Da ist noch nichts zu machen, hast du gerade gesagt. Bitte nehmt diese Notizen zu Magistrix Landra Morgenwandler in Morgenluft, westlich von hier. Ja, die Dame, die uns eh hierher geschickt hat. Und wo wir noch die Quest abgeben müssen für Töte ein paar Untote. Das war jetzt wieder eine andere Tusse, das ist die, die da halt an der Barrikade stand. Aber trotzdem, wir müssen die Quest nochmal eben schnell abgeben und dann machen wir auch Ende Gelände für heute. Aber so viel Zeit muss sein, ja. Dadurch, dass ich auch schon zweimal heute gestorben bin. Das ist dreimal mehr, als ich eigentlich gerne wollte. Macht das Sinn? Nein, bestimmt nicht. Aber egal. Muss ja nicht immer alles Sinn machen, was ich von mir gebe, oder? Oder? In Forschungsnotizen steht nichts Besonderes. Nur halt hier in den Auftrag von dem Zeug, was ich besorgen soll, ne? Das Geschriebene passt kaum auf die Seite. Wer soll bloß all das tragen? Ja, ich, ne? Siehst du ja. So. Sarain, ich habe hier Untote getötet. Die finsteren Zeiten. Vielen Dank, Nerania. Es ist eine undankbare Aufgabe, der wir hier nachgehen. Doch eure heutige Mithilfe hat sie ein wenig einfacher gemacht. Ja, weil ich 8 Untote getötet habe. Die zunehmenden Angriffe der Geister lassen mich vermuten, dass einer der schützenden Runensteine an der Grenze zu den Geistern eine Fehlfunktion erlitten hat. Wie alle anderen in diesen Landen. Wir nutzen diese uralten Runensteine, um uns vor den Untoten zu beschützen. Die meisten wurden jedoch zerstört oder gingen nach dem Angriff auf den Sonnenbrunnen verloren. Folgt der Straße nach Süden, in Richtung der Geisterlande und sucht auf der westlichen Seite nach einem kleinen Pfad. Ihr findet Runenwächter Derian bei einem der nahegelegenen Runensteine. Er wird wissen, ob etwas schiefgelaufen ist. Der Tag ja, wahrscheinlich der selbst. Wird kommen. Weil die Wege hier nicht alle gerade sind. Aber gut. Nee. Wird schon. So, und jetzt da vorne hier, ne, nochmal die Forschungsnotizen hier mal eben schnell abgeben. Und dann mal gucken. Hallo Landra. Habt ihr etwas für mich? Ich habe Forschungsnotizen. Diese Notizen. Es ist schockierend. Wenn das stimmt, dann ist der Schaden, den das Land entlang der Todesschneise erlitten hat, nicht wieder gut zu machen. Ich werde dem Großmagister sofort Bescheid sagen. Ein weiterer Grund für unser Volk, dieser Welt zu entfliehen und sein wahres Schicksal in der Scherbenwelt zu finden. Ja, eine gute Idee. Für den Sonnenbrunnen. So, du sagst also sofort Bescheid. Also gleich. Bald. Okay, gut. Und wir werden in der nächsten Folge halt hier mit dem Drachenfalkenmeister hier mal sprechen, der uns dann wahrscheinlich nach Silbermond fliegen wird. Und ja, dann mal schauen, was wir dann alles so in Silbermond erleben werden. Ich habe keine Ahnung. Wir werden dort wahrscheinlich halt auch endlich mal Berufe annehmen. Ob das halt was bringt, ist so eine andere Geschichte. Aber wir tun es zumindest. Und ob das alles so klappt und ob ich das alles so hinkriege, schauen wir uns an in der nächsten Folge vom WoW Loremaster. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.